Der Wandel der Medienlandschaft schreitet immer weiter voran. Jetzt hat der Verleger Hubert Burda das Buch Notizen zur digitalen Revolution von 1990 bis 2015 herausgebracht. In diesem schildert er seine persönlichen Erfahrungen dieses grundlegenden Umbruchs. Ich hatte das Gefühl, das ist eine Geschichte, die ist so groß wie Gutenberg. Und man wusste, wie Gutenberg und seine Bücher und die Schrift und das Buch im Grunde dann alles verändert hat, Upside und Downside. Mit den Vor- und Nachteilen der digitalen Revolution sind auch die Gäste der Buchpräsentation gut vertraut. Es kann ja jeder das suchen, was ihm passt. Wir wissen ja, dass Sex und Porno die meistgeklickten Dinge sind. Aber ich sage immer auch, Sie können auch die Zauberflöte oder den Don Carlos von Schiller, alles finden Sie im Netz, jeder nach seinem Geschmack. Das ist schon fantastisch. Was mich stört, ist diese anonyme Besudelung von Leuten. Wenn man alles sozusagen nachträglich lernen muss, wo meine Kinder oder meine Enkel als Native hineinwachsen, dann kannst du manchmal etwas am Handy nicht, am iPhone nicht machen. Da muss ich dann fragen, wie geht das jetzt? Was muss ich jetzt tun? Für den Verleger selbst war vor allem Google die Firma, die zwischen 1999 und 2000 einen Umbruch in den Medien einläutete. Bis dahin glaubten wir ja alle, dass das System, was wir vom Print her kennen, dass man die Anzeigen oder den Spot oder die 30 Sekunden bezahlt wie im Fernsehen. Dann kam Google, nahm die Inhalte und lieferte im Grunde lousy Pennies ab für uns. Ich erinnere mich an ein Gespräch, sagte mir Google, wir kriegen 300.000 für ihn überwiesen. Und ich sagte zu ihnen, hören Sie mal, Sie sind ja lustig, meine Redaktionskosten liegen bei 3 Millionen. Und ab dem Moment wusste ich, das wird das Geschäftsmodell Print verändern. Doch der Wandel ist noch längst nicht vollzogen oder gar zu Ende. Ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der sich im Moment Dinge ändern, wie sich das Netz auch verändert und wie sich die mobile Gewohnheiten verändern, damit können wir jetzt noch gar nicht rechnen. Also wenn man jetzt im Moment sieht, dass Kinder, wenn man ihnen ein iPad vorhält, darauf wischen und gleichzeitig zu einem Bildschirm gehen, zum Fernseher, und sie wischen. Dadurch verändern sich Dinge im Kopf der Kinder, dadurch werden andere Gehirnareale beansprucht. Das heißt, wir stehen vor einer kompletten Veränderung der Gesellschaft. Dennoch hat der Verleger Hubert Burda einen guten Grund, dem Printmedium für sein Werk den Vorzug zu geben. Ich habe an dem Buch jetzt ein paar Monate gearbeitet. Es gibt kein besseres Medium als ein Buch, um sich über all das Gedanken zu machen.